Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben hier unsere schönen Weintrauben, blaue Weintrauben. Und heute ist der Erntetag. So, nachdem wir jetzt die Trauben aussortiert haben und gewaschen haben, haben wir auch wirklich nur noch die gute Auslese hier im Eimer. Das hier ist natürlich nur ein kleiner Teil von dem, was noch kommt. Und man möchte jetzt einen Saft herstellen. Man kann natürlich einen Dampfentsafter nehmen, man kann auch eine Saftpresse nehmen. Und wer sich sowas nicht leisten kann oder nicht zu Hause hat, wollen wir heute einfach mal den Elektroentsafter nehmen. Das hier ist ein Entsafter, der über Zentrifugalkraft arbeitet. Hier ist ein kleines Messer drin und ein kleines Sieb. Das dreht sich ganz schnell und die Beeren kommen oben rein oder die Trauben oder die Äpfel oder was immer man hat. Und dadurch wird der Saft nach außen gepresst. Hier ist ein Auffangbehälter, der fängt die ganzen Kerne und Schale und alles auf. Und das werden wir nachher einfach den Hühnern geben zum Futtern. Und ich würde sagen, du darfst jetzt mal ein paar Beeren da rein tun. Stell die mal da hin. Mach die da mal rein. Ich mache jetzt auch schon an, ne? So, das war natürlich im Schnelldurchlauf jetzt. Wir haben einen 5 Liter Eimer Trauben durchgelassen und jetzt gucken wir mal, wie viel wir rausgekriegt haben. Ja. 1 Liter Saft. Das ist jetzt 100%iger Traubensaft. Und ich werde natürlich, was hier drin ist, auch noch alles mal auspressen richtig und noch rausholen. Ich werde diesen Saft jetzt noch ein bisschen verdünnen. Ich werde so 50-50 machen, also hier kommt noch 1 Liter Wasser mit drauf. Dann haben wir 2 Liter Traubensaft mit 50% Fruchtanteil. Aber wir wollen den jetzt mal so probieren.
Und wer eignet sich da besser als mein Sohn? Möchtest du probieren? Na komm. Einmal. Okay. Und wie schmeckt er? Gut. Wirklich? Mhm. Ich probiere auch mal. Wow. Echt geiler Traubensaft. So, das Abkochen und das Abfüllen, das brauche ich euch, glaube ich, nicht mehr zeigen. Ansonsten guckt in meinen Quittensaft rein, da könnt ihr sehen, wie die Flaschen sterilisiert werden oder ihr kocht sie einfach ab. Und wie gesagt, ich mache hier auf 1 Liter Saft, mache ich 1 Liter Wasser, das koche ich einmal kurz auf, wird abgefüllt und dann haben wir unseren Saft, der erstmal haltbar ist. Wem das hier jetzt gefallen hat, wem ich damit ein bisschen wieder zeigen konnte oder eine Alternative zum Dampfentsafter geben konnte, der kann gerne mal einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr mich noch nicht kennt, könnt ihr auf der linken Seite jetzt abonnieren. Verbreitet das hier alles ein bisschen weiter und ich würde ganz einfach sagen, genießt euren Saft, macht es selber und bis zum nächsten Mal. Ciao.